Wir haben es geschafft und jetzt noch einen Acid-Drop von dem Mast da oben. Das wird jetzt ziemlich schwierig. Da müssen wir uns hier dran festhalten und hochspringen, hochklettern und dann... Und wir haben es geschafft. Das ist cool. Was geht, ihr Schädlinge, und willkommen zurück zu Tony Hawk's Underground 2, Folge Nummer 2. Wir machen jetzt weiter im Trainingslager und müssen jetzt, sieh mal, dieser Mauerabschnitt hat Risse und kann einstürzen. Du musst einfach nur ein Sticker-Set daran machen und dann sollte die Mauer kaputt sein. Gut, dann machen wir das doch mal. Zack. Jetzt sind wir durch die Mauer und jetzt machen wir einen Wallride, um das Tor zu öffnen. Ich habe das Gefühl, der Sound ist ziemlich laut und man hört die Musik fast gar nicht. Ich muss mal ganz kurz schauen. Der ist auf Soundstärke 1. Ich verhoffe mal, dass das Spiel es jetzt nicht wieder schließt. So, mich hat es dann doch wieder aus dem Spiel rausgeworfen. Ich muss mir eins unbedingt merken. Und zwar, dass ich, wenn ich das Spiel, also wenn ich gerade aufnehme, darf ich auf jeden Fall nicht raustappen, weil dann geht das immer wieder aus. So, ich habe jetzt mal gespeichert. Ich musste bis dato eben nochmal alles neu spielen. Wir haben zwar nicht viel gemacht, aber ich hoffe, dass die Stat-Punkte, also die Stats, also die Statistiken jetzt so geblieben sind, wie sie geblieben sind. Beziehungsweise gleich sind. Wir machen jetzt weiter mit Bam Margera. Und wir machen jetzt einen Wallride und einen Wally bedeutet, wir fahren hoch und springen nach oben. War jetzt nicht so schwer, wie gesagt, ich muss jetzt echt dran denken, immer zu speichern, bevor ich aufhöre. Eric Kosten, weiter geht's. Wir nehmen uns jetzt Tomaten. Wie gesagt, ich habe das ja alles schon mal durchgespielt, das heißt, ich weiß das noch so ungefähr. Und dann sollen wir mit 4 werfen. Und ich glaube, wir sollen Phil abwerfen. Das werden wir jetzt einfach mal spammen, damit das hier nicht zu lange dauert. So, war jetzt nicht so schwer. Wir machen jetzt mal, versuchen mal ein paar Stats zu machen. Ich weiß nämlich noch ein paar. Genau, zum Beispiel Caveman zweimal in der Combo. Dann musste man noch lange grinden zum Beispiel. Okay, reicht. Ich will jetzt nicht auch nicht zu weit rausreißen. So, jetzt springen wir mal etwas rum. So, jetzt machen wir einen Caveman. Haben wir doch gerade gemacht. Manchmal macht er den nicht. Jetzt. So, jetzt. Erstmal muss ich hier drauf springen und dann auf die. Zack, zack und dann hier oben. Zack, zack und dann sind wir hier oben. So, wie machen wir denn das? Ah, gut. Und jetzt nach oben. Dann hier nach oben klettern. Das wird später noch wichtig für einige Aufgaben. So viel kann ich schon mal verraten. Jetzt sollen wir uns hier runter. Langsam. Und dann rüberhangeln. Wir können jetzt auch mit der Taste 8 was sprayen. Das ist unser Spray-Logo. Das können wir aber auch noch verändern. So. Acid Drop. Den mache ich natürlich gerne mit der Rail. Und zack. Hätten wir das auch geschafft. So, wir müssen jetzt hier drüben. Ups, das wollte ich nicht. Wir müssen jetzt hier drüben weitermachen. Ich weiß gerade nicht bei wem. Oder war es das schon? Es kann auch sein, das war es schon. Aber ich glaube, das war es noch nicht. Ich suche mal noch ein paar Leute auf, ob ich noch irgendwen finde hier. Hier steht keiner mehr. Und wenn hier keiner mehr steht, dann wird es das wahrscheinlich auch gewesen sein. Außer hier oben steht jetzt noch einer. Tony Hawk. Bin noch eine Sache aus. Oh nein, füllt deine Spezialanzeige aus. Das Problem ist, das ist ziemlich... Also oben links seht ihr die Spezialanzeige. Dadurch, dass das Spiel so alt ist, weiß ich schon, dass die buggy ist. Bedeutet, wenn ich die drücke, sehe ich nichts mehr. Ihr habt richtig verstanden, ich sehe dann nichts mehr. Normalerweise ist das quasi ein Fokus. Also eine Zeitlupe, die man dann bekommt. Aber dadurch, dass das halt so alt ist, wir müssen einfach nur ein paar Tricks machen und dann füllt die sich auf. Oh, gleich ist die aufgefüllt. Aktiviere die jetzt mit 0. Erfülle die Spezialanzeige auf. Das heißt, ich muss die auffüllen und dann mit 0. Wir wechseln das einfach dasselbe, weil wie gesagt, es tut mir leid, aber wir fangen jetzt einfach an mit der ersten Start. Aber das ist echt, wie gesagt, ein bisschen buggy. Ich kann ja versuchen, das immer mal so vorzulesen, wenn es passt, aber gerade passt zum Beispiel gar nicht.
Jetzt erledigen wir erstmal ein paar Sachen, um Punkte zu bekommen. Finde den Überraschungsgast, finde Ben Franklin, markiere dein Gebiet, Krankenhausdienst, Highscore am Spielautomat, schwing das Tanzbein, enthaupte die Statuen-Kombo an der LKW-Rampe. Wir können uns jetzt einen Partner auswählen. Wir nehmen für den Anfang mal Bob Burnquist und speichern nicht vergessen. Ganz wichtig. Die Musik sieht übrigens eine Beschreibung, die ich benutze. Und einige Sachen, wie gesagt, ich kenne das schon. Wir machen das jetzt mal, versuchen das mal Reihenfolge nachzumachen. Finde den Überraschungsgast. Dadurch, dass ich das halt schon gespielt habe. Junge, ich habe Durst. Warum rennst du nicht nach unten und holst mir was? Durch solche Hinweise zum Beispiel findet man den Überraschungsgast. Ich habe ihn damals durch Zufall gefunden. Ich renne jetzt einfach rein, ihr seht halt. Zack. Und, jetzt haben wir... Du hast deine ersten Punkte geholt. Hin und wieder erhältst du eine Textnachricht. Ruf diese Nachrichten ab. Sie könnten wichtige und nützliche Informationen enthalten. Wenn du eine Nachricht hast, erscheint das Telefonsymbol. Pausiere das Spiel und wähle Nachrichten ansehen aus. Alles klar, hier sehen wir die Textnachrichten. Und der hat auch neue Ziele, die spielen wir jetzt aber noch nicht. Und wie gesagt, dadurch, dass ich das halt schon durchgespielt habe, sind einige Sachen echt leicht. Und ich weiß zum Beispiel, dass hier so eine Markierung ist, die müssen wir ja überarbeiten. Finde Ben Franklin. Ihr seht schon, dieser Hinweis, hier oben muss der irgendwo sein, da wo wir gerade stehen. Und damals habe ich auch versucht, das so ein bisschen rauszufinden. Es ist ganz einfach, da steht er nämlich, wir springen hier rein. Wir können jetzt mal ein bisschen die Bilder ansehen. Das sind überall Clownbilder. Warum sind hier überall Clownbilder? Soll mir das Angst machen? Ah, so, ich kann das auch. Und da haben wir auch schon Ben Franklin gefunden. Wir machen mal weiter. Und markiere dein Gebiet. Genau, wir fahren jetzt ein bisschen rum und suchen so diese ganzen Sachen. Und sehen da mal so ein bisschen von der Stadt Boston, wie sie hier dargestellt wird. Hier ein riesiges Abbild von Tony Hawk. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist er ganz gut. Ja, er ist ein guter Skater, mag man kaum glauben. Und ich grind ja mal so ein bisschen rum und spiele ein bisschen für mich. Oh. Ah, Mist. Ich kann auch einen Freakout machen. Ich zeige euch mal, was das kurz bringt. Wir müssen einfach nur einmal ganz kurz hinfallen. Das sollte nicht so schwer sein. Jetzt haben wir einen Freakout. Da macht er nämlich sein Board kaputt. Yeah, wunderschön. Da drüben ist Pordy. Ist das auch ein Ziel? Noch nicht. Hallo, Pordy. Okay, als nächstes müssen wir das Gebiet markieren. Ich suche mal ein bisschen. Also eins wird mir hier angezeigt. Und man sieht im Hintergrund solche Fenster. Und die sehen wir hier auch. Wie gesagt, für den einen oder anderen mag das jetzt komisch vorkommen. Ich sage ja gerne nochmal, ich habe das alles schon gespielt, deswegen weiß ich im Großen und Ganzen noch, wo die ganzen Markierungen sind. Aber ich versuche das jetzt einfach mal so ein bisschen so zu spielen, als wüsste ich das nicht, um jetzt so ein paar Hinweise zu suchen. Markiere dein Gebiet. Natürlich habe ich jetzt keine Hinweise mehr, deswegen mache ich das jetzt nicht und zögere das zu weit raus. Das Spiel soll auch nicht die ganzen Jahre dauern. Mit ihm kann ich reden. Jemand sollte uns einen Gefallen tun und dieses Zeug überschreiben. Ja, das mache ich gerade. Alles super. Soweit ich weiß, war hier noch eine. Jo. Na, das war nicht so gut. Das, doch, jetzt hab ich's. Und die letzte war, ich glaube, da vorne irgendwo. Ja, super, dann haben wir das auch fertig. Als nächstes Krankenhausdienst. Du musst beim Krankenhaus einen Krankentrage klauen und das verletzte Kind zu seinem Idol Tony Hawk bringen. Tipp, wenn du die Krankentrage klaust, pass auf, dass dich die Wachen nicht erwischen. Alles klar, wir waren gerade im Krankenhaus, das heißt, wir machen uns da gleich wieder hin. Und ich weiß ja, was gemeint ist mit den Wachen, die uns erwischen sollen. Ist ja auch ganz logisch, dass man kann nicht einfach so ein Bett entwenden. So, wir fahren jetzt mal hier rum. Wir sehen hier zum Beispiel irgendwo so eine Wache. Wo ist denn zum Beispiel eine? Hier ist zum Beispiel eine, die darf uns nicht in die Quere laufen. Ja, zum Beispiel so. Deswegen, ich kenne ja die Route mittlerweile schon, die man dann nehmen sollte. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ich möchte einfach nur so ein paar Eindrücke zeigen, auch weil... ich habe halt jetzt momentan nicht so viel Geld, um jetzt mal darauf einzugehen. Oh. Das hat mich jetzt gerade ultra erschrocken und der Sound war wieder richtig laut. Ich habe momentan nicht so viel Geld, um mir großartig die neuesten der neuesten Spiele zu kaufen. Deswegen basiere ich auf so ein paar alte Spiele. Ich glaube, wir müssen dann hier nach rechts fahren. Und dann hier nach links. Ja. Und da sind wir auch schon bei Tony Hawk. Alles klar. Haben wir das auch geschafft? Highscore Spielautomaten. Das haben wir im Training zum Beispiel gar nicht gemacht. Das machen wir jetzt aber mal. So, wir müssen 10.000 Punkte knacken. Locker easy. Das sollte nicht so schwer sein. Noch ein bisschen Olli machen.
Und zack, 20.000. Schauen wir, beenden den Lauf und speichern es unter SMC für schädlich MC. Und speichern das Ganze auch. Jawohl, ja. So, weiter geht's. Nächstes Ziel. Schwing das Tanzbein. Finde das Radio, mach die Tricks im Takt. Die Tricks im Takt zum Radio. Dann machen wir das doch gleich mal. Mensch, hier ist das Radio. So, ich muss jetzt auf den Beat die ganzen Tricks machen. Bam, 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 bam. Okay. Ein bisschen konzentrieren. Okay. Alles klar. 50 Punkte. Weiter geht es. Nur noch zwei Ziele. Enthaupte die Statuen. Finde eine Möglichkeit, die Köpfe dieser drei Statuen zu entfernen. Und kommen wir an der LKW-Rampe. Wir haben eine Textnachricht bekommen. Was kommt dabei raus, wenn man einen Löschschlauch durch einen elektrischen Zaun auf einen Haufen Besoffener richtet? 100 Punkte für mein Team. Top das mal. Von Bam Majera. Das werden wir doch gleich mal tun. Die Statuen enthaupten bedeutet quasi den Kopf abschlagen. Und das machen wir, indem wir einfach hier drauf gehen. Und dann versuchen, da wirklich drauf... Eins von drei. So. Manchmal kommt man da... Ja, jetzt ist die dritte hier. Und wo die dritte ist, das weiß ich natürlich auch. Und zwar die hier oben. So, da gehen wir doch mal gleich da oben drauf und haben das auch schon fertig. 300 Punkte schon von 1000. So, jetzt wird es auch mal Zeit langsam, diese geheimen Gäste anzusprechen, denn da gibt es auch noch Ziele. Neue Zielliste geschaltet. Zerstöre die Grind-Blockaden, spring über die Autos, Scooter gegen Rollstuhl, Spine-Transfer-Tour. Natürlich wird gespeichert und ihr seht, das hat schon gar nicht mehr so viel mit Skateboarden zu tun, weil der fährt ja alles Mögliche durcheinander. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, wie lange ich aufnehme, dadurch, dass ich das Spiel wieder geschlossen hat. Aber ich glaube, wir haben noch Zeit. Wir grinden jetzt erstmal hier lang. So, was gibt's noch? Spring über die Autos. Ich glaube, da muss ich einfach über drei Autos springen. Das mache ich lieber mit dem Skateboard. Und ich rede gerade instinktiv etwas lauter, weil der Sound auf meinem Ohr echt laut ist. Ich hoffe mal, das klappt ganz gut. Wir spielen jetzt erstmal Rollstuhl gegen Dingens. Renne mit Pauli, renne zur Kirchentreppe. Jetzt um die Bibliothek. Hier schnell zum Krankenhaus. Eingang. Und, oh, nein, Pauli holt uns rein. Nein, okay, wir haben verloren. Aber wir machen das Ganze nochmal, diesmal mit mehr Geschwindigkeit und los. Das war ein sehr behinderter Anfang. Aber wir schaffen das und ich merke, die Musik ist ziemlich leise, man hört die gar nicht wirklich im Hintergrund. So, und jetzt bitte ganz gerade hier hoch. Warum? Warum tut er mir das an? Jetzt fahr, fahr, fahr. Wie? Wir waren eher da, Rolle. Pauli, wir waren eher da. Kannst du mir aber nicht erzählen, dass du hier gewonnen hast, Mann. Okay, last but not least, letzter Versuch, Nummer 3. Wir schaffen das diesmal. Los, 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 los. Gib diesem kleinen Bengel mit seinem Rollstuhl da. Und, jawoll. Damit hätten wir das auch geschafft. Spine Transfer Tour. Das mache ich auch lieber mit dem Skateboard, weil es, glaube ich, damit leichter ist. Wir suchen jetzt erstmal kurz Ben Franklin auf, der sich hier oben befindet. Neue Zielliste freigespaltet, Gastziele. Benjamin, soweit das Auge reicht, natürlich. Combo auf Vorsee, Skater den Freiheitsfahrt und Team Challenge. Natürlich wird gespeichert, was denn auch sonst. Wir brauchen noch 125 Punkte, um fortzufahren. Das steht ganz unten in Gelb. Benjamin, soweit das Auge reicht, da musste ich damals sehr, sehr lange überlegen, bis ich das rausgefunden habe. Bis mir dann klar wurde, dass die Bank hier Benjamins heißt und wir da einfach nur einbrechen müssen. Glaube ich, war das nicht so, dass wir da irgendwie hoch müssen? Die Bank heißt... Nee, die Bank heißt... Riboff. Riboff? Okay. Ach ja, wir müssen nach rechts, genau. Gut, dann habe ich gerade einen sinnlosen Zusammenhang versucht darzulegen. Aber wir müssen trotzdem hier oben rein. Und das ist gerade ziemlich schwer. Irgendwie klappt es nicht so richtig mit dem Skater hier. Wir nehmen uns nochmal dieses andere Mobil. Dieses Gefährt von dem Typen hier. Und hoffen, dass es damit klappt. Springen über die Autos. Wir dürfen übrigens auch nicht nur mit dem Charakter die Ziele machen, sondern auch mit anderen Charakteren. Deswegen kann ich zum Beispiel
jetzt mit dem versuchen, da oben reinzuspringen. Aha, ich komme da gar nicht rein mit dem. Gut, dann nehmen wir mal unseren alten Skater, unseren Hauptcharakter. Und versuchen das mit dem irgendwie zu schaffen. Es wird gerade schon dunkler im Spiel und ich glaube, wir sind auch so langsam schon am Ende, wenn mich nicht alles täuscht. Ich komme da gerade echt nicht rein. Aber das gibt 50 Punkte, das wäre gut. Egal, wir versuchen das später nochmal. Wir müssen mal kurz gucken, was denn der Gast Combo vorsehe. Start und lande eine 10.000 Punkte Combo. Skate den Freiheitspfad, mache zuerst ein Pop-Shuffit, ein Word Transfer und zum Schluss ein Acid Drop. Okay, wir machen erstmal den Freiheitspfad ganz schnell, weil das dauert, glaube ich, ein bisschen länger und ist auch ein bisschen schwieriger zu machen. Das andere ist ziemlich leicht, die 10.000 Punkte Combo. Okay, wir machen erst einen Pop-Shuffit hier runter. So, jetzt ein Word Transfer am Bibliotheksgemälde. Was sich gerade schon als ziemlich schwer herausgestellt hat. Wir haben auch nicht so viel Zeit. Und... ach, Mist. Okay, das sollte ausgerechnet nicht passieren. Wir fahren gleich nochmal zurück und fangen an. Wir haben nämlich gerade schon verkackt. Na komm. So, Zeit abgelaufen und let's go. Alle guten Dinge sind zwei, hoffentlich. Wenn nicht, dann halt drei. Na, okay. Scheint doch drei zu werden. Ich darf das beim Anfang nicht so versauen. Und hör auf, dich daran festzuhalten, bitte. Nein! Fahr doch nicht da rein. Was machst du denn? Wir sind schon wieder fast am Ende. Wir haben es geschafft. Und jetzt noch einen Acid Drop von dem Mast da oben. Das wird jetzt ziemlich schwierig. Da müssen wir uns hier dran festhalten und hochspringen, hochklettern und dann... und wir haben es geschafft. Das ist cool. Wir brauchen nur noch 75 Punkte. Und versuchen jetzt nochmal die Combo vor See zu machen, da wir gerade schon einmal hier sind. Fangen wir hier an. Und machen jetzt so ein paar Punkte. Ah, gut. Okay, wir müssen das anders machen. Wir skaten einfach mal. Wir grinden einfach mal hier so ein bisschen lang. Okay, das klappt auch nicht. Dann vielleicht doch ein Lip-Trick. Na, von mir aus dann halt so. Dann machen wir noch ein bisschen Manual-Sachen und dann sollte das klappen. Jawohl, das hat auch geklappt. 50 Punkte, das heißt, uns fehlen noch 25. Die würde ich aber, wie gesagt, gerne in der nächsten Folge machen. Ich hoffe, die Folge ist jetzt nicht zu kurz gewesen. Wir gehen nochmal ganz kurz zu dem Skater hier. Das ist nämlich Bob Burnquist und Combo an den vier Bänken, grindet der alten Kanone. Skitch am Wasserfahrzeug, Salo Chiro dem General, große Feuerbälle, verpasst den Schildern was, markiere die große Reklametafel und die besten Rails in Boston. Natürlich wird gespeichert, damit das Ganze nicht wieder abstürzt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Tony Hawk's Underground 2. Wie immer, positive Bewertungen, bliblablub und so weiter und so fort. Schreibt Kritik in die Kommentare und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und macht's gut.